Hey Leute, und willkommen zu einem weiteren Part von Naruto Uzumaki Chronicles 2. Ja, ich habe Mighty Guy, habe ich das Skillfeld erweitert und habe den auch komplett ausgefüllt. Ne? Der kriegt jetzt, da ich das komplett, das habe ich auch noch nicht gesagt, wenn man alle Felder belegt hat, also dass da kein offenes Feld mehr ist irgendwie, was man da irgendwie reinpacken könnte, ne, das ist dann immer so eine, naja, so eine Sache, da wirklich alles so voll zu machen, kriegen die jeweiligen Charaktere auch einen Bonus. Mighty Guy ist zum Beispiel ein Taijutsu-Typ, der hat jetzt einen Bonus auf Taijutsu bekommen. Wird uns in der Kakashi-Saga ordentlich weiterhelfen. Wir machen aber erstmal die Story zu Ende. Sakura, where are you headed? The Hidden Sand Village for a mission. They found a way to destroy the spirit orb. Oh, no kidding. Cool, I'm going too. No, you're not. You have to wait for instructions from the Hokage. But... Don't you backtalk me. Anyway, I'm in a hurry. Bye. Better get my butt over to Grandma's pronto! Ah ja, das ist ja der größte Traum von Naruto, mit Sakura auf alleine auf eine Mission zu gehen. Grandma, Sakura just told me! So they found a way to destroy the spirit orb? Thankfully, yes. The results of the research have finally come through. But in order to destroy it, a powerful jutsu is necessary. In the meantime, we need to protect the orb from any attacks. Oh! Oh! Let me handle it! Actually, that's the plan. Naruto, you are to follow after Sakura. She's at the Sand Citadel. Follow instructions and protect the orb. Right, no problem. So, wir sollen Sakura hinterher. Wir können ja eh nichts machen. Auf geht's. Ja, wir müssen mal wieder ins Windreich, und zwar so ein Sandzitadelle. Ein weiter Weg. Mal wieder jede Menge Kämpfe, die auf uns zukommen, aber ich glaube, wir kommen langsam auch zum Endgame. Also ich denke mal, da kommt jetzt auch nicht mehr viel. Ich glaube, nach diesem Kapitel sollte dann aber auch das Endkapitel kommen. Aber ich kann mich auch täuschen lassen. Es kann auch sein, dass dann noch ein Kapitel extra kommt. Aber ich denke mal nicht. Also wenn jetzt, wie gesagt, alles jetzt ordnungsgemäß aufgenommen wird, werde ich das heute komplett fertig machen, das Spiel. Und wenn ich dann immer noch ein bisschen Lust habe, es kann ja sein, dass ich irgendwie Hunger kriege und dann sage ich, ich will nicht mehr aufnehmen, ich habe Hunger. Ja, dann, ja, werde ich dann erst morgen wieder machen, ne? Ja. Auf jeden Fall wird dann Kessen demnächst wieder folgen. Und dann denke ich mir mal, mache ich mich an Tekken 5 ran, weil es hat sich ja ein Zuschauer von mir gewünscht, ne? Grüße gehen raus an dich. Ich werde es auf jeden Fall so viele Parts wie möglich vorbereiten, werde aber erst hochladen, wenn ich genug auf Lager habe, ne? Damit dann hinterher nicht die Enttäuschung groß ist, dass ich so, erstmal zu wenig vorbereitet habe, ne? Ja, und dann werde ich gucken, je nachdem, wie weit ich bei Kessen komme. Ich wollte ja eigentlich Metal Gear Solid 3 anfangen, das werde ich auch machen, weil ich habe übelst Bock auf das Spiel, ne? Natürlich werden die anderen Let's Plays auch weiter folgen, wenn ihr das guckt und denkt euch hier, du hast doch so viel angefangen, musst das nicht irgendwann mal zu Ende machen? Ich werde zu Ende machen, aber ich muss auch erstmal auch mal ein bisschen was vorbereiten, ne, in den Ferien, ne, weil die meisten Let's Plays, die ich angefangen habe, dauern seine Zeit, ne.
Und so, deswegen habt bitte Verständnis dafür, wie ich die Dinge angehe auf meinem Kanal. Natürlich wird alles beendet. Ist ja wohl klar. Ich stoße jetzt momentan immer auf, ey. Ich kann auch schon vorab sagen, dass wir auch jede Menge Tugend wieder bekommen werden hier in diesem Kapitel. Wenn ich gut schaukle, werden wir dann, ich denke mal, so gegen Ende vielleicht noch ein Level Up in Taiyu zu machen können. Und so. 300 noch was. Boah, Alter, die geben jetzt übelst viel, ey. Los, mehr Marionetten. Ich will gegen mehr Marionetten kämpfen. Okay, ihr reicht auch. Aber wie gesagt, wenn ich heute wirklich noch dazu kommen sollte, was ich aber ehrlich gesagt wieder nicht glaube, ne, werde ich mir mal das... Oder ich werde mal gucken, ob es ein englischsprachiges Let's Play von Uzumaki Chronicles 1 gibt. Und dann werde ich mir das halt mal anschauen und mal gucken, wie weit das geht und so. Und dann werde ich halt gucken, ob ich das vielleicht doch noch nach vorne schiebe mit. Ja, damit das ganz einfach dann auch abgeschlossen ist, ne? Die Uzumaki Chronicles Reihe. Weil es besteht ja, wie gesagt, auch nur aus zwei Teilen, meines Wissens nach. Und ja. Ey, Mann, ihr mit euren scheiß Schwertern, Junge. Oh, Mann, da betäuben die Wichser mich auch noch. Junge, ey. Geht mir auf die Eier, ihr. Wenn ihr mal wenigstens mehr Tugend fallen lassen würde von das, was ich immer einstecken muss hier. Aber dass man das immer wieder bestätigen muss, finde ich auch ein bisschen kacke. Aber jetzt kommen wir hin. Gut. Wir sind da. Okay, ich dachte, es kommt eine Cutscene. Ist doch nicht der Fall. Aber hier war irgendwo auch noch ein Versteck. Bin mir jetzt aber nicht mehr sicher, wo. Ne? Wenn ihr irgendwie die Verstecke kennt, könnt ihr jederzeit in die Kommentare schreiben. Die werde ich mir dann auch notieren. Ne? Und beim nächsten Mal, beim Replay irgendwann mal, ja, die Verstecke abklappern, ne? Narutos Erwachen-Modus ist auch wieder bald voll. Keine Kiste, nix. Okay, ich denke mal, die kommt noch. Ein Hebel. Den brauchen wir ja nicht betätigen, ist ja alles offen. Moment mal, hier war da glaube ich irgendetwas. Ja, Goldbarren. Der ich meine, gibt wieder ordentlich Kohle. So, jetzt sind wir da, jetzt müsste eine Cutscene kommen. Finally time, Gaara! Let's get this thing smashed to bits already! I know. But in order to do that, we must first neutralize its power. Oh, sure. Makes sense, even if the Rasengan doesn't work on it. Just be patient. The jutsu used to do this is nearly prepared. I don't know if I can wait! By the way, I wonder what happened to Sakura. Sorry I'm late. What took you so long? Didn't you leave before me?
really freaked me out, too. It's a pretty straight path from the Hidden Leaf Village to here. Hey, she made it in time, right? Let's just drop it, okay? Anyway, is this the spirit orb? Wow. They're attacking! So they came after all. What do we do, Kara? Let's see. Leave this to us. You meet the enemy down below and take them out. I'm gonna blow him away! Follow me, this way. Ja, Sakura hat sich verirrt. Wem will sie den Mist denn erzählen? Ich kaufe der das nicht ab. Das ist ein bisschen nicht gerade koscher bei der, ne? Und sie hat dann auch so getan, als, oh ja, ich bin so lieb und nett, ne? Obwohl die eigentliche Sakura da auch eigentlich dann irgendwie gesagt hätte, ach, halt doch deinen Mund hier. Oder sowas, ne? Ja, der Feind greift an. Wir gehen mal runter und hauen den kräftig auf die Schnauze. Oben ist nichts. Ist irgendwas darunter? Nee, aber Chakra-Kugeln, die ich nicht brauche. Und Gara hat es auch schon bemerkt. Der denkt auch sich hier schon hin. Bei der läuft es irgendwie nicht. Hold it. What do you want? I'm in a hurry right now. Are you running low on items? I have some extra with me. If you need it, use this. Doppel X. Thanks. I'll put it to good use. Doppel X, das ist, glaube ich, so eine Kombi mit Chakra und so. Aber Gesundheitsrolle. Super. Gesundheitsrolle erhöht die Gesundheit. Super. Ah, hier. Wird sich von mir verstecken, Junge. Doppel A. Was war doch Doppel A? Was? Ah, ja, doch. Gesundheit und Chakra je 100%. Also, das ist, heilt uns komplett. Werde natürlich versuchen, so wenig wie möglich einzusetzen. Den Part, den ich ja eigentlich verrunzt habe, da musste ich ordentlich was an Items nehmen und das war nicht gerade sehr schön. Ich bin zwar nicht jemand, der so extrem geizt, aber das war wirklich enorm viel, was ich da verbraucht habe. Und das muss ja nicht wirklich sein. So, ich hoffe, mit der Aufnahme läuft alles wie geplant. Wir werden jetzt erstmal so eine kleine Zwischenspeicherung machen. Keine Sorge, der Part ist noch nicht vorbei. Eine Mission immer in einen Part. Unabhängig davon, wie lang der Part dann wird. Weil es auch besser für mich, dann da sieht man dann immer, aha, ich habe Mission 1 geguckt, also das ist Part 1, dann gucke ich Part 2, was die zweite Mission ist. Macht ja wohl klar. Ne? Come to help. Kakarot! Please, help out here. I'm going to call for reinforcements. Got it. Hurry back. At this rate, they'll infiltrate the castle as well. We have to hurry this up and get back there fast! Right. We'll take care of these guys and then head for the castle. Oh ja, die Typen, die ordentlich nerven können, da sie in Rage geraten können.
Und dann sich mit, ja, Feuerhöhlen, wie man sehen kann. Dann machen wir mal mit den Items hier. Oh, ey, das gibt viel Tugend. Give it to me. Hier kommt, friss das hier. Mir scheißegal, ob ich das jetzt lieber aufsparen sollte. Aber das ist es mir wert. Obwohl, in der Aufnahme läuft alles. Ich habe da immer ein bisschen Schiss, ne? Weil ich gerade auch nur einen Speicherslot nämlich zur Verfügung habe. Und nicht auf dem nächsten abspeichern kann. So als Sicherheit. Ist das dann ein bisschen doof. Aber egal, ich krieg das hin, Leute. Ich krieg das hin. Ansonsten muss ich dann eben halt nochmal bis dahin spielen. Und dann habe ich ordentlich nochmal aufgelevelt. Aber... naja, ich habe so angefangen und so werde ich es auch beenden, ne? Oh. Wer versteckt denn sich hier? Aha. Brauche ich jetzt nicht. Alter. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die jetzt auch noch killen muss. Aber ich mach's mal hier. Ne? Weil es kann ja wirklich sein, dass wir die wirklich killen müssen und dann... haben wir wieder so eine Meute vor uns. Das ist dann auch ein bisschen kacke. Wenn dann das Item noch da liegt. Die Kunais. Ach komm, weg damit hier. Brauch keine Sau. Liegen die noch da? Ja. Tor geht auf. Kann ich das wegdrücken? Ja. Warte, warum stehe ich jetzt hier? Ich will die Kunais holen. Keine Sorge, da wäre keine Cutscene. Toll. Da wäre keine. Da wären keine Cutscene gekommen. Da könnt ihr mir vertrauen. Ansonsten tut's mir leid. Aber naja, da ist endlich eine Truhe. Und da kommen die Drecksäcke. Ja komm, was kriegen wir? Geweih. Das ist nicht unbedingt das, was ich als gutes Item betrachte, weil das ist als Verkaufsobjekt ist das relativ wenig. Aber naja. Was soll's. Besser als ja nichts. Ja, hier weg. Wie gesagt, seht ihr das? Was man da an Schaden macht? So gut wie null. Und das ist halt das Problem. Deswegen setze ich nicht so viel Ninjutsus ein. Weil ich da auch den Sinn nicht dahinter sehe. Warum soll ich bei denen einen Schadenspunkt machen, wenn ich mit dem normalen Angriff von 26 bis 36 irgendwie Schaden mache, ne? Weil das ist dann doch ein bisschen besser, als wenn ich mich hier ewig mit einem Gegner aufhalte, der dann immer nur einen Schadenspunkt kassiert. Mit meinen Schattendoppelgänger oder so. Wir werden noch Schattendoppelgänger auf jeden Fall brauchen. Aber nicht hier. Alter, die halten ordentlich was aus, ey. So, weg mit dir hier. Das war's anscheinend noch nicht. Ne, das Tor ist nicht offen. Kann man hier was machen? Nö. Ah, es ist schon offen, okay. Ich werde die jetzt mal liegen lassen hier. Es sei denn, wir müssen sie töten. Müssen wir sie töten? Ja, wir müssen. Ja. Mal sehen, was hier drin ist. Chakra-Rolle. Warum nicht? Naruto? Ne? Du weißt ja, wie das läuft. Du nimmst jede Chakra-Kugel. Chakra-Kugel. Was dich stärker macht. Denn du bist die Numero Uno. Ne? Deswegen heißt die Serie auch Naruto. Du bist ja, wärst ja nicht Naruto, wenn du Naruto bist. Alles super tutti, läuft. Weil man kann mich auch paranoid nennen jetzt, aber das sind eben halt, meiner Meinung nach, dann verschwendete Zeit, wenn das dann so wirklich so scheiße läuft. Also, das muss ja nicht unbedingt sein, ne? Weil man steckt ja jede Menge Zeit rein und so. Ja. Sprengkörper. Also das sind die Briefbomben.
So werden seine Serie genannt. Too early for them to be giving up. The castle exploded. We're going in. Follow me. I'll show you the shortest route. Also waren die Marionetten nur ein Ablenkungsmanöver? Oder hat das mit Sakuras Auftreten zu tun? Keine Ahnung. Wir werden es herausfinden müssen. Mal wieder eine brennende Burg. In der letzten mussten wir ja, glaube ich, entkommen. Wenn ich mich nicht irre. Weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Mach dir erstmal lieber Sorgen um Gaara, weil Sakura traue ich momentan nicht. Weil, keine Ahnung, die hat sich ganz komisch verhalten. Komm ran. Ne, komm, wir lassen die Gegner liegen, weil das würde sonst so lange dauern. Wir sind ja jetzt nicht gezwungen, die zu killen. Wir müssen jetzt nur noch die oberen Etage erreichen. Aber wir gucken uns nur mal schnell um, ob wir vielleicht nochmal eine Kiste finden oder so. Aber ich denke mal nicht. Oder? Ne, hier ist nichts. Es sind ein und dieselben Gegner und das, wenn wir die jetzt alle versuchen würden zu killen, das würde ewig dauern und dann haben wir wieder einen 40-Minuten-Part und wir haben schon 22 Minuten und es kommt ja noch was Dickes auf uns zu hier in der Mission und daher will ich mich nicht unnötig noch aufhalten. Ah, da ist noch was. Was haben wir denn hier? Eisenerz, das lässt sich verkaufen. Medizin C. Naja. Besser als ja nichts. Ich bin über jedes Item dankbar. Auch wenn wir es nicht unbedingt immer brauchen werden. Ne? Nochmal kurz da hinten gucken. Es könnte ja sein. Nö. Vergiss es. Forget it. Oh, was haben wir hier? Chakra-Rolle. Ich könnte das zwar verkaufen, aber ich will auch mal gucken, wie weit ich das nämlich mit diesen Dingern steigern kann. Weil es könnte ja wirklich sein, dass... wir haben ja natürlich eine bestimmte Anzahl, wie wir skillen können. Aber ob das dann immer noch... Hinterher immer noch mit diesen Chakra-Rollen und Gesundheitsrollen und was weiß ich, dann noch weiter zu verbessern geht, bis es auf... 9.990 ist oder so, oder 999, keine Ahnung, also es könnte möglich sein, aber da stecke ich lieber, bevor ich es verkaufe, doch lieber in den Charakter rein. Aber ich glaube, die bringen auch nicht so viel. Ich glaube, ein paar, so 100 oder so, und das ist dann auch nicht wirklich das, was ich brauche. Du sollst nicht angreifen, du sollst da hoch. Oh, das ist immer so eine Qual. Manchmal hänge ich hier auch wirklich, wenn ich privat spiele, auch ein bisschen. Oh, was war denn das? Das kann ich ja noch gar nicht. Egal. Da seht ihr, das hier... Alter, jetzt halt doch mal die Fresse und verpiss dich, Junge. Man hat einfach hier... Entweder ist die Kamera schuld oder... Kann ich hier rüber, ey. Ohne Scheiß. Ich kotze dir das an. Werde jetzt langsam laut, Junge, hier.
Nein, oh. Ey, lasst mich doch jetzt mal da durch, Junge, ja. Dann mache ich mir hier die Mühe, da hochzuklettern. Alter, da seht ihr hier, gerade wenn Gegner einen dann irgendwie in eine Ecke drängen und dann andauernd draufhauen, ey, das nenne ich mal eine KI, ey. Das ist einfach nur bescheuert, ist das. Ach, liegt hier noch was rum, bevor ich jetzt so hochgehe. Jep. Komm schon, lass das für meine Mühen hier. Oh, ey, ihr kotzt mich an, ey. Das ist ohne Scheiß hier. Und dann betäuben die mich auch noch. Du sollst dann's nicht angreifen. Das war jetzt irgendwie doch was Bestimmtes. Ist das, ich weiß nicht. Es war irgendwas mit, was Spezielles. Kann das so eine Rolle gewesen sein? Ich weiß es nicht. Jedenfalls war es jetzt nicht irgendwie jetzt so speziell. Es erhöht zwar unsere Stats ein bisschen, aber jetzt nicht sowas, wo hier, was ich mal für Neji eingesammelt habe, dass er nicht mehr betäubt werden kann. Aber naja. Ist komisch, dass ich die jetzt noch einsammeln kann, obwohl ich doch eigentlich schon alles habe. Hm. Komisch. Aktion. Ja, das nehmen wir mit. Komm, ich will das mitnehmen. Diese Briefbomben kann man da lassen. Das sind ja eh nur 5. Ich weiß auch nicht, ob die stärker sind oder so. Aber ich glaube, das ist eher dann auch wieder so ein Ding, was sich, was dann Zeit braucht zum Explodieren und so. Und das lohnt sich dann meines Erachtens dann eher wenig. Aber ich muss dann noch gucken, ob wir beim Bosskampf, der jetzt vielleicht noch kommen wird, ob wir da nämlich die Kunais einsetzen werden. Natürlich auch gucken, wie viel Schaden die das macht. Doesn't seem right. Be careful on this one. How did you know? Changing your form isn't enough. Every person has distinct mannerisms. But I'm sure that's wasted on someone who only deals with puppets. This is why I hate you mortals. Of course, there are some who would never know the difference. Naruto Uzumaki. Sakura! Gaara! Are you two alright? Naruto, help me! He's an imposter! He tried to kill me! Are you serious? It's true. I did attack her. But I'm no imposter. Unlike that girl you see there. Huh? Don't be fooled, Naruto! Sakura! I warned you not to be fooled. A clone? See?
Aren't you glad you were careful? How dare you mess with my head! How dare you mess with my plans! I don't think a phony like you is in any position to complain. Phony? Are you so sure about that? What do you mean? This body might be real. I may just be controlling it from afar. Using the Shirogane clan's secret jutsu. Are you serious? So, still think you can stop me? Darn it! What are we supposed to do? Even if what she says is true, we have no choice but to apprehend her. Prepare yourselves, here she comes. Oha, wie es Gaara vermutet hat, sie ist, sie ist nicht echt. So. Komm mal her, du Sakura-Schwindlerin, Junge. Was kriegst du aus Rasengan? Oh, am Ende hat es ordentlich abgezogen. Wäre natürlich verlockend, jetzt den Modus einzuschalten, aber ich denke mal, den hebe ich mir noch auf. Es ist besser. Weil man sieht, sie hat nicht so viel an Leben. Das ist dann um einiges besser, als wenn ich jetzt hier ja alles verprasse. Alter, du Miststück, Junge. Alter, hier, komm, friss. Ey, die wollte sich heilen. Ich glaube, es hackt wohl, Junge. Frag mich aber nicht, wie das geht. Das könnte sein, dass das mit ihrem Special Move irgendwie zu tun hat, dass sie sich heilen kann. Aber wie gesagt, ich spiele die ja nicht so. Ja, klar, ey. Naruto hier. Naruto, ich will dich jetzt nicht verlieren hier. Oh, jawohl. So muss das sein. Oh, das ist jede Menge. Oh, 600. Oh, oh. Should have done this in the beginning. Like I said, I'm gonna slice you up 8 different ways. Das hättest du wohl gern, du Miststück. Der gleiche Kampf wieder, es gibt keine speziellen Bedingungen. Weil der Kampf ist derselbe wie beim letzten Mal. Einfach runterholen, die Olle. Das geht auch. Da kann ich mir den Waffenmodus sparen. Komm mal her hier. Guck mal, wie das abzieht hier. Alter.
Ich glaube, Gaara hat auch von allen Charakteren den höchsten... Oh, das sind zwei! Das sind zwei! Den höchsten Wert an... Ach komm, ja, hier. Den höchsten Verteidigungswert. Oh, jetzt hier. Aha, Nummer 1 ist erledigt. Ich will erstmal die Tugend einsammeln. Sorry, Leute. Man kann den Scheiß wirklich... Oh, da kommt ja noch ein dritter dazu. Ich glaube, ich spinne. Das habe ich total vergessen. Er wartet, bis sein Ding wieder aufgefüllt ist, ey. Dann geht's zur Sache. Vielleicht hört man jetzt den Controller, aber ist mir sowas von Rille. Dieses Ständige hier. Ach ja, du fliegen Scheiße, du hier. Nee, das passiert. Ja, komm her, Junge. Alter, dass da auch nicht alles trifft, ey. Das ist so dumm. Trifft vielleicht doch das hier. Das könnte treffen. Halt doch jetzt mal still hier. Nee, das trifft nicht. Na, Mann. Ist wie gesagt kein schwerer Kampf, wenn man weiß, wie man es anstellen muss, ne? Aber am Anfang ohne Scheiß, ey, ich habe da auch sehr viel Grübel, wie kriege ich die am besten platt und so. Da ich mir wirklich mich Gedanken gemacht, hier, oh, da brauche ich doch Items, um die nämlich zu bewerfen und so. Und ja, war aber nicht so, weil Gaara hat ja unendlich davon Möglichkeiten, seine Sandscheiße zu schmeißen, aber man hat ja gesehen, dass es schwer ist, da ja zu treffen und das ordentlich, dass die dann runterkommen. Ja. Oh, ja, du. Alles supi, alles läuft perfekt. Aber ich merke langsam, ich krieg Hunger, ne? Hat noch nichts Warmes gegessen. Wird nämlich langsam mal Zeit. Mann, ey, wo ich mir die Pfoten geschnitten habe beim Rasieren, ey, das war ganz dumm. Ey, das brennt wie Feuer. Und geht mir sowas von auf den Sack, ey. Na komm, einmal geht noch. Oh, ja. 418. Das ist nicht gerade viel. Is an important member of our group. I'm gonna save her no matter what. All right, all right. That
weapons back right now! Sorry, but if this is my choice... I'm taking you all along with me! Oh, wie es aussieht, immer noch nicht fertig. Mal wieder ein Part in Überlänge. Wir müssen wahrscheinlich wieder mal aus dem gesamten Gebäude raus. She's making her lives difficult down to the very last, huh? Whoa. The castle is beginning to crumble from that impact. Let's go. Naja, aber man konnte sich schon denken, dass die nämlich irgendwie einen Plan hat, dass die Kugel doch noch geklaut wird. Aber naja. Die Burg beginnt einzustürzen. Du musst innerhalb des Zeitlimits entkommen, sonst werdet ihr alle begraben. Oh, das sollte genug Zeit sein, um rauszukommen. Was haben wir hier? Doppel-C. Teilrolle A. Und Teilrolle V. Das heißt Attacke und Verteidigung. Alles Naruto hier, unser Special Character. Alter, wie mich das Feuer noch in seinen Bann zieht. Ich guck trotzdem nochmal. Es kann ja wirklich sein, dass nochmal irgendwo noch was liegt. Also scheint der nächste. Also die nächste Mission dann auch wirklich die das Finale zu sein. Ob ich das Finale in ein Part lasse, weiß ich nicht. Aber ich denke mal schon, weil wenn ich die Camp... Also wir werden dann anfangen, das so viel kann ich schon sagen, auf dem Weg zum Hauptquartier werden wir nicht unbedingt kämpfen müssen. Das heißt, ich werde dann nämlich durchrennen, ne? Also die meisten Gegner werde ich dann in der nächsten Mission liegen lassen. Ich werde nur noch die bekämpfen, die ich bekämpfen muss, ne? Damit ich das alles in ein Part packen kann. Weil wenn ich die dann noch bekämpfen müsste, das würde dann dann ordentlich ziehen. Also über eine Stunde Part, das wäre dann fatal, ne? Ach komm hier, mach das kaputt hier. Goldbahn, super. Da hinten in der anderen Ecke gucke ich jetzt nicht, weil ich jetzt hier lang gelaufen bin. 43 Minuten. Naja, das können... Das wird ziemlich krass an... An die... Oh mein... Ach, das tut weh, übelst an den scheiß Daumen. Ja, wo ich mich geschnitten habe. Wir müssen wirklich versuchen, das jetzt noch unter 50 Minuten so schaffen, hier rauszukommen. Weil ich meine, schon ein 25-Minuten-Video dauert schon bei mir 8 Stunden. Ohne, dass ich es gerendert habe, ne? Selbst wenn ich es rendern würde, dauert es immer noch so lange. Ich habe ja von... Astral noch den zweiten Part A Way Out. Mal gucken, wann ich den hochladen werde. Wenn das Internet mal vielleicht irgendwann mal wieder besser läuft, dann werde ich das als nächstes hochladen, damit das mal endlich, weil das der Part ja auch 5 GB groß ist. Und Alter, jetzt. Ey, das ist doch eine Verarschung hier. Ey, da springt der auch noch zu weit. Ich muss raus, Junge. Oh, ey, diese scheiß Marionetten, die kotzen mich nur an, ey. Drecksviecher. Und jetzt machen wir mal wieder hier. Das ist hier, immer so ein Glücksspiel bei mir. Weil das haben sie wirklich versaut hier mit diesen Sprungeinlagen und so. Ich weiß nicht, ob ich es in den vorherigen Parts mal erzählt habe, dass man da auch, dass ich da ziemlich Probleme kriege. Also man hat es ja gesehen, weil man hat da, man springt nur von einer Wand ab und dann mit ein bisschen Glück landet man da, wo man hin will. Ansonsten springt man dann
irgendwie ja nicht dahin, wo er hin soll. So. Weiter geht's. Scheiß auf die andere Richtung. Ich will jetzt nicht mehr gucken, ich will jetzt hier raus. 45 Minuten. Das wird definitiv ein langer Part. Na komm, spring runter. Man muss sich das mal vor Augen führen. So viele Stockwerke haben wir noch nicht mal bis ganz hoch gebraucht. Und jetzt haben wir mehr Stockwerke nach unten zu kommen als hoch. So. Ich nutze die Pfeile, um die Flammen zu entgehen. Stützen wir einfach mal die Pfeile um. Bah. Haben wir da hinten was oder warum muss ich den jetzt umkloppen hier? Ist da was? Nee, da ist hier nichts. Schwachsinn. Das war glaube ich falsch. Wir kriegen jetzt Schaden. Doch nicht. So. Mal. Das war knapp, dass wir jetzt keinen Schaden gekriegt haben. Da hinten geht's raus. Da hinten ist was. Ja, ich weiß. Müsste ich nicht holen, mache ich aber. Es könnte ja irgendwas Spezielles sein. Wieder zum reines Eisenerz. Ich glaube, das ist noch besser als besser als Goldbarren, glaube ich, vielleicht sogar noch. Ich glaube, das müsste der Ausgang jetzt sein. Wenn die Ladesequenzen nun nicht mal so lange wären, ne? Könnte ich mir auch so ein paar Minuten immer sparen. First. But something could happen to her while we're sitting around talking. So, go back to the village and get a search team dispatched. It's better than trying to find her by yourself. How can you be so laid back at a time like this? You once told me of your desire to protect someone important to you. What would be the best course of action right now? All right. I'll go back to the village. We'll put together a search team to follow the puppets. Once we get any information, we'll notify you right away. Thanks. I'll be waiting. Ja, nochmal zurücklatschen. Ist ja kein Thema. Naja, wird der Part halt noch ein bisschen länger, ne? Aber man hat ja, wie gesagt, hier in den Kämpfen auch nicht die Möglichkeit zu fliehen. Deswegen, sonst hätte ich das schon längst mal in Erwägung gezogen. Man ist wirklich darauf. Man muss wirklich die Typen hier killen. Kommt her, Junge. Und hört auf, eure Windschuriken zu werfen. Komm her. Wie gesagt, alles hier, was ich hier aufnehme, ist alles immer vorab aufgenommen. Will ich nochmal anmerken für auch Newcomer. Ich nehme meistens immer alles im Vorrat auf, weil dann habe ich genug und
Naja, gehst halt den langen Weg. Ich weiß nicht, warum der immer den längsten Weg, meiner Meinung nach, wählt. Was soll's, wir haben ja eh schon Überlänge. Oh, noch die, ey. Jetzt reicht's. Wir werden noch genug Gegner haben, wo wir dann den Modus wieder haben. Deswegen. Ey, nimmt der wirklich so wenig Schaden, ey. Habe ich das jetzt wirklich umsonst eingesetzt? Also, ich kotze, ey, wirklich. Also, das ist wirklich so scheiße, ey. Ich glaube, das vielleicht mit dem Ninjutsu-Skill zusammenhängt. Ich habe keine Ahnung. Oh, da kann ich mich wieder drauf vorbereiten, dass das Video bis frühs, was weiß ich, geht. Naja, was soll's. Mit Sicherheit wird dann das bei Metal Gear auch nicht anders sein, bei Metal Gear 3, weil da habe ich noch in Erinnerung, dass die Cutscenes da gegen Ende um einiges länger gehen als wie bei Teil 2. Wenn nun nicht so viele Kämpfer kommen würden jetzt, wäre es ja okay. Weil bei den zu langen Metal Gear Parts, da habe ich vom Frühs 5:30 bis den nächsten Tag um 1 hat das Video gedauert. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Da noch mit einer schlechten Internetleitung, ne? Immer alles in Betracht ziehen. Weg mit euch, Junge. Gott sei Dank sind es keine Marionetten, weil dann würde ich richtig angepisst sein. Aber ich glaube, wir werden auf 56 Minuten kommen. Sorry für die Überlänge, aber ich habe wirklich... Ich will das wirklich so belassen. Eine Mission, ein Part. Anstatt hier dann zu sagen, hier, ja, ich mache da zwei Parts draus, weil mir fällt so schon schwer andauernd für bestimmte Parts dann immer... dann Titel zu finden und so, deswegen ja, behalte ich das auch so bei bestimmten Spielen, denn wenn ich da irgendwo lese, dass irgendwie ein Part zu lang ist oder so, ich meine, manche machen wirklich ein Part immer eine komplette Stunde, das kommt dann auch wieder aufs Spiel an, ne, aber ich bin halt so, ich habe das so entschieden, das ist mein Plan und so, ne, will ich nur mal anmerken. Weil ich meine, selbst YouTube ist manchmal voll von irgendwelchen Besserwissern, die dann sagen, hier, ja, da musst du dich mal auseinandersetzen mit Schnittprogrammen und so. Das ist viel zu lang für ein Video und so. Also ganz ehrlich, wenn die Leute es gucken, ne, und es mögen, werden sie auch längere Parts gucken. So sehe ich das. Weil ich habe meine Standard-Zuschauerschaft, nenne ich sie mal. Die freuen sich darauf, auch wenn das mal ein bisschen länger geht. Hauptsache ich faile nicht so viel, dann geht das ja noch. Wenn ich jetzt bei dem Bosskampf, sag ich jetzt mal, verloren hätte, ne? Dann hätte ich mir wirklich überlegt, hier, nee, da fange ich lieber die Mission nochmal von vorne an. Weil die Mission so schon so lange geht. Deswegen nochmal sorry, dass der Part vielleicht ein bisschen zu lang ist. Wie gesagt, das ist immer keine Absicht. Es ist einfach auch nur besser für mich so und ja. So. Ich werde offscreen dann wieder das Level abmachen. Und so, ja. Ja, Gesundheit und so, bla bla bla. Hokage-Raum. Nichts wie hin. You fool! What have you done? We were this close to destroying the Spirit Orb. Grandma, save your preaching for later.
We need to get to Sakura! I know. Sakura disappeared on her way to the Hidden Sand Village. We'll have Black Ops dispatch a search team. Thanks, Grandma! I'll go join them! No, you're on standby. What?! Listen, Naruto. Medical ninja are vital to us. Because of this. I've implanted in Sakura all the jutsu she'll need to survive. She's still in training, but she should be able to protect herself. Even if she falls into enemy hands. But... I'm not telling you to abandon Sakura. But if you go chasing after her now, you could put her in danger. So, Naruto, believe in Sakura. Wait for her. Blast it all! Ja, der nächste Part ist auf jeden Fall das große Finale von der Story. Und Leute, ich will hier jetzt einen Cut machen. Und seid auf jeden Fall im nächsten Part wieder dabei. Also haut rein und ciao.